Bei Olympia ist er die Königsdisziplin, der Marathonlauf. Die Läuferinnen und Läufer werden gefeiert und angetrieben von der Menge. Sie leisten ja auch fast Übermenschliches. 2018 schaffte ein Läufer die 42 Kilometer in unter 2 Stunden. Wofür wir Normalsterblichen vielleicht sogar 2 Tage brauchen würden. Also ich zumindest. Die Leute stehen am Rand und schwenken Fahnen, applaudieren und feuern ihn an. Jesus hat Übermenschliches geleistet. Die Menschen stehen am Rand und feuern ihn an. Rein nach Jerusalem. Der Zieleinlauf, der letzte Meter, bald ist es geschafft. Die Leute erhoffen sich eine neue Zeit. Jesus soll nun auch dort Übermenschliches tun. Es soll eine neue Zeit anbrechen. Die Römer rausschmeißen und die Regentschaft Gottes endlich im Tempel zum Durchbruch verhelfen. Aber sein Endspurt, er steht noch aus. Die Leute werden wenige Tage später schreien, ans Kreuz mit ihm. Sie werden enttäuscht sein und sich abwenden. Jesus wird antworten, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Endspurt, er kommt erst noch. Der Verrat im Garten, er kommt erst noch. Die Kreuzigung, der Tod, die Auferstehung. Jesus wird eine neue Welt öffnen für uns. Aber die Menschen auf der Straße erkennen es noch nicht. Endspurt, Geduld, Durchhalten, das ist ihnen zu mühselig und zu langweilig. Sie wollen sofort Übermenschliches, hier und jetzt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Predigttext ruft uns zu Geduld auf. Denn auch wir brauchen diese. Wir haben alle noch unseren letzten Kampf zu kämpfen. Und davor wahrscheinlich auch noch viele andere Kämpfe. Wir haben alle noch den Endspurt vor Augen und dazwischen noch viele Strecken zu bewältigen. Das Ziel ist vor Augen, Jesus. Er hat den Weg vorbereitet, er ist den Weg schon gelaufen, obwohl er hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet. So der Predigttext noch einmal. Er ist den Weg schon gelaufen für uns. Er kennt die Kreuze, die wir mitschleppen, die wir zu tragen haben, und er trägt sie mit. Er kennt die Umwege, die wir laufen müssen, und läuft mit. Jesus, geh voran. Wir folgen dir. Amen.